willkommen zu einer weiteren Folge. Oh Gott, da wollte ich nicht. Deponia ist das Spiel, glaube ich, ne? Und wir sind immer. Ich kann nicht näher reinordnen. Hallo? Kann ich darüber? Ich kann nicht mehr die Orga. Ich kann nicht die Orga noch. Jetzt habe ich es. Hallo? Ja. Hallo? Ist da wer? Du bist paranoid. Du bist eine Idee, das ist wohl doch nicht sein. Du, verdammtes Viech. Das leuchtet dann nicht. Das reißt dich mal zusammen, das. Ich kann nicht die Orga. Du bist parat. Du! Hast du das gehört? Reiß dich mal. Ich kann nicht die Orga. Das hat auf jeden Fall was mit dem Schnabel hier zu tun. Das Spieß brauche ich glaube ich nicht mehr. Nein, das wollte ich nicht. Ich kann nicht mehr die Organot. Ich kann nicht die Organot. Jetzt hab ich. Hallo? Hallo, Mist. Du, verdammtes. Jetzt ist es nicht da. Ach, das Licht. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen. Scheint es mit dem Licht zu tun haben. Ich kann nicht mehr die Organot. Ich will auch gar nicht, dass du dahin gehst. Jetzt habe ich es. Hallo? Hallo? Ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Das Ding abnehmen. Du, verdammtes Viech. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. Jetzt habe ich es. Hallo? Ist da wer? Wo ist jetzt? Geh doch da weg. Du. Oh Gott. Wenn ich da andersrum drauf gehe, dann geht es mir nicht, oder? Ich kann nicht die Organ. Hast du das gereicht? Ich. Hallo? Hallo? Ist da wer? Da drauf. Du bist Paranoid 2017. Du hast noch nie drauf gestanden. Verdammtes Viech. Ich kann nicht die Organ. Weil das ist das Einzige, das ist da rein. Gott. Ja, Gott, nochmal. Ich kann nicht die Orga. Ja, Rufus. Hast du das gehört? Reißt. Ich die Orga. Bin doch ungeil von dir, Rufus. Hallo? Hallo? Du bist Parat. Und ja! Oh. Oh yeah. Naja, da oben sieht man auch die Beine strampeln und die Arme. Tut mir schon fast leid. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Marco. Komm mit, wir müssen weiter. Nur Cletus mit Gold, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich! Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn sie zurück auf Elysium sind. Oh yeah. Jetzt. Geh doch schon. Ich glaube jetzt. Okay. Ja, es geht jetzt. Sag ich da. Und keine Bedenken.
Ja, super. Das Gespräch haben wir gewusst. Ist ja mal die klar, packt die Kassette rein. Von Sattmachung. Wie ist Goal, glaube ich, schon auf der Plattform? Das Klitis. Das Klitis. Nein, Goal, tu's nicht. Hier leben Menschen, Klitis. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Stör ich? Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden hab. Was soll das? Ich dachte, wer hat falsch gedacht? Ich werde mit Goal nach... Das ist ein Witz. Bitte, Goal, sag mir das. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Ja. Er wird mir helfen, die Wahrheit über die Ponia ans Licht zu bringen. Ha. Warum nicht? Den Tassi... Und mit so, dass ich... Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Was haben wir denn? Ein zweites Kurs? Wollen wir doch mal... Rufus ist dir um einiges voraus. Ja, in Sachen Körpergeruch bestimmt. Fast so gut wie... Das Inventar passt noch. Geschweigt. Ich leg mein... Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen? Ach so, da war ja... Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. So, es reicht. Ha, dieses Weichei, dass ich nicht... dass ich nicht... Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Rufus hat einfach ich mehr Klasse als du. Ich gehe nicht ohne Goal. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. So, es reicht. Rufus ist dir um einiges voraus. Die lass ich nicht. Muss ich ja... Hör mal, so wie... Ach, fünf, vor Staffel, dass ich... Das ich auch frag, die kann sie missgeben. Oh Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Alles fit? Und wie? Ist nie besser. Dann kein Problem für mich. Aber noch? Lass uns beeilen, okay? Hm. Was tust du? Lass das! Autsch! Witzig. So eine Chance. Das Verlangen, Mas. Nein! Nicht! Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Oh Gott! Nicht so schnell, Klitis sagte irgendwas. Was? Ach das, vergiss es. Schnee von... Nein. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur noch um jeden Tropfen. Ich? Also mir hat er... Deponia stinkt. Hier leben nur... Meinetwegen kann der... Blablabla. Halt du dich da. Goal? Er will nur einen Keil. Aber woher weiß ich... Dass ich nicht... Goal. Er ist ein Schau... Ich bin nur... Das Goal. Nicht. Goal. Das kannst du. Weißt du was, Rufus? Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Klitis nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Oh, Goal, es tut mir leid. Auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Klitis. Was? Aber Rufus hier! Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir! Warum nicht? Zugegeben, er ist eine Verlogene. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Ja. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird?
um seine verhasste Heimat zu retten. Dafür hat er einfach nicht das Vermögen. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein. Elysium. Nice. Gut gemacht, Rufus, weil es auch richtig in Erfüllung gehen wird. Ja gut, ich weiß ja schon. Es gibt 4 Teile. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnere. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herz? Freust du dich denn gar nicht nach... Doch schon. Na dann? Oder wie? Ach. Wie du willst. Diesmal war es wohl der perfekt. Perfekt. Ach, ich auch das... Schaut mal zu Rudern, Goal. Es... Ich bin ganz ohr. Also... Was stammelst raus mit der... Also langsam machst du mir Angst. Was? Na gut, aber du musst ver... Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Ich bin nicht Cletus. Komm, Rufus, sag das. Jetzt beruhige dich doch! Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt. Ja. Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort... Aber... Glaub mir, Freundchen. Okay, okay. Jetzt nimm mir und komm... Ja. Oh, undankbare. Gott sei Dank ist... Mann, Rufus, du hattest es doch schon geschafft. Kann er behalten. Nicht. Oh Gott, Rufus, du warst hier nicht. Das muss schneller gehen. Ich brauche die... Ja, Herr Amt. Sie wissen doch, wenn es nach Ulysses ginge, würden... Ja, Herr Amt. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Portafisco aufbrechen. Sofort. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Das ist meine Chance. Ableseautomat, was ist das denn? Ich bin noch nie von gehört. Keine Zeit. Sie können... Keine Zeit. Sie könnten je... Leise. Keine Zeit. Sie könnten... Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Ich... Ich gehe nicht ohne Go... Gut, das kannst du nicht machen. Das Gerät ist Cletus. Da ist eine Datasette drin. Ich... Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment... Jetzt habe ich... Bitte. Na, du dachtest wohl schon, das Glück ist mit dir. Ja, falsch. Es ist fast schon einmal im Leben. Und schon kostet einen großen Traum einen Heim. Tja, ich das will ja eben. Ich habe mein Ich. Hallo, diese Ich. Laberst du dich voll? Das könnte dir so passen. Ja.
gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht... Wenn mir Rufus jetzt mehr denn je... Du hast den Mann gehört. Gib ihm die... Ja? Komm schon, Rufus. Ich werde... Du kannst, wenn du... Ja, lass mich doch. Wie ungewohnt, ich werde leider... Ah, Depot. Das heißt, zwei. Ich hasse diesen Typ. Klitus? Was? Eine Menge. Kannst du dich erinnern? Natürlich. Wir wollten richtig. Aber unsere... Hab ich geschrieben. Es gab eine... Du bist vom Kopf. Warum kannst du dich auch... Aber schau dich... Der Pony... Und nichts als Schrott. Ja, nun komm. Wir müssen... Ja, lass... Nein, Goal, geh nicht. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuwak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla! Nein! Macht's gut, ihr Trottel! Ich glaube, weglaufen ist nicht so gut. Oh, nee! Schnapp diesen Verräter! Erschießt ihn! Na, mein Freund, hast du was verloren? Geländer, ne? Verdammte. Es ist. Griff. Ich muss weg. Halt! Stopp! Was tust du? Ah, fall bloß zum Mutter, Rufus. Oh oh. Und auch noch im Nadelhaufen gelandet. Na, so schnell wieder. Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten hab ich so noch nicht. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein... Ja. Ach, immer auf Sätze klicken. Du überspringst alles. So. Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Husser und so, der Kurs, volle Fahrt. Oh Gott. Ja, meine lieben Freunde, das war Deponia. Es hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Also... Echt tolles Spiel. Ich habe hier noch den zweiten und den dritten liegen. Den vierten müsste ich mir von Ben Manifest mal besorgen. Viel Spaß noch. Bis dann.